Hallo und herzlich willkommen zu Game One, dem Epizentrum des Gamings. Bei uns gibt's jede Woche alles rund um die Themen Games, Games und sogar Games. Tja, und was euch unsere kleine, ganz gemütliche Sendung heute zu bieten hat, das erfahrt ihr in unserer Vorschau. Heute seht ihr bei Game One ein Interview mit Dirk Nowitzki zu NBA Live 07. Darüber hinaus bekommt ihr Infos zum Thema E-Sport. Und Simon und Budi beweisen, dass man Mario Kart auch in der Realität spielen kann. Live-Rollenspieler mögen zwar manchmal ein bisschen seltsam aussehen. Aber dafür haben sie Ahnung davon, wie das eigentlich so ist, wenn man morgens mit dem Schwert zur Arbeit kommt. Trotzdem hat das finstere Mittelalter dann doch schon seine Reize und offenbar auch eine ganze Menge Fans. Zwar werden jetzt nicht alle davon als Elfen verkleidet durch die Wälder rennen, aber mit unserem nächsten Thema kann man das problemlos von zu Hause am PC machen. Ja, wir sind für euch mal durch die Welt von Gothic 3 gelatscht, haben eine Menge fiese Monster und auch das ein oder andere unschuldige Tier erledigt und das alles dann zu einem ersten Blick auf Gothic 3 für euch zusammengeschmissen. Es ist wieder an der Zeit. Ein neues Kapitel aus der Geschichte Menschen gegen Orks wird aufgeschlagen. Gothic 3. Der neueste Teil der Gothic-Serie protzt in erster Linie mit einer deutlich verbesserten Grafik. Halt! Keinen Schritt weiter! Ganze 8 Jahre sind seit dem ersten Teil ins Land gezogen. Da erwarten die Fans natürlich mehr als nur eine schönere Optik. Meine Erwartungen an Gothic 3 sind eine ungeheuer tolle Spielwelt. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Grenzenlose Freiheit und natürlich eine verbesserte Steuerung. Direkt da, wo Gothic 2 aufhörte, geht Gothic 3 weiter. Erstmals betritt der namenlose Held das Festland. Doch der Schein der schönen neuen Welt trügt. Die Menschen wurden von der Armee der Orks unterjocht. Überall herrscht Chaos und, wie in einem Computerspiel üblich, ist es an euch, dem bösen Treiben ein Ende zu setzen. Das Wie ist eure Angelegenheit. Man kann völlig frei entscheiden, wo man beginnt, was man macht, aber es führt trotzdem immer ein roter Faden quer durch die gesamte Welt. Und aufgrund dieser Freiheit ist es eine ganz besondere Art des Geschichtenerzählens. Wir sollten lieber trinken, statt zu reden. Man kippt so sehr rein in diese Welt, einfach weil alles irgendwie rund um einen surreal wirkt. Die Leute laufen herum und machen und reagieren auf, wenn ich eine Waffe ziehe. Weg mit der Waffe! Ja, mach, dass du wegkommst. Gute Entscheidung. Ich mag es, in dieser Welt zu sein. Ich mag nicht einfach nur, ich will nicht spielen, ich möchte nicht irgendwas etwas maximieren oder ich möchte keine Punkte maximieren, sondern es macht mir Spaß, einfach dort herumzulaufen, irgendwie auf den Hügel raufzulaufen, herumzugucken und wirklich zu sehen, ah, da drüben ist eine Stadt, ah, dort möchte ich mal hin. Und dann wirklich auch dorthin zu gehen. Und genau dieses Gefühl ist einfach wirklich, das ist Gothic. Ob nun als Kämpfer, Magier oder Assassin, dank neuem Kampfsystem schwingt ihr die Schwerter noch einfacher als im Vorgänger. Die zahllosen Charaktere und jede Menge Details in den Städten sorgen für eine einzigartige Spielwelt. So könnt ihr dann komplett in die Welt von Gothic eintauchen und das erleben, worauf viele Fans der Serie schwören. Ich halte die Gothic-Welt für sehr glaubwürdig und stimmig, weil alles, was ich tue, hat Auswirkungen auf meine Umwelt. Also wenn ich mich zum Beispiel mit den Orks anlege, dann mögen mich die Orks nicht mehr. Referik! Und auch sonst, die Bewohner gehen ihrem Tagwerk nach, Insekten surren durch die Luft und das ist alles wirklich stimmig. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Die riesige Welt und die bombastischen Effekte haben aber auch ihre Schattenseiten. Ohne die neueste PC-Ausstattung kann der Spielspaß leicht auf der Strecke bleiben. Davon abgesehen hat Gothic 3 die Game One-Redaktion überzeugt und ist somit eine Empfehlung. Nicht nur für Rollenspieler. Die Ehre liegt im Kampf. Kommen wir von der fernen Vergangenheit in die nahe Zukunft. Wofür putzt der geneigte Gamer schon mal ehrfürchtig das Pad? Als Familiensendung fühlen wir uns genötigt, da mal ein paar Denkanstöße zu liefern. Next up. Auf dem PC wird's demnächst fantastisch. In Silverfall schnetzelt ihr euch durch wahre Heerscharen von ekligen Comicbiestern. Dabei wird euch ein umfangreicher Mehrspielermodus zur Verfügung stehen. Im Jahr 2013 tobt ein erbitterter Kampf zwischen der Menschheit und Dämonen. Als großbusige Anime-Hexe Alicia liegt es an euch, das Gezücht aus der Hölle in eben jene zurückzuschicken. Yeah.
Der Dinojäger Turok taucht endlich aus der Spielspaßversenkung auf. Mit den Vorgängerteilen hat die Neuauflage jedoch nicht mehr viel gemein. Immerhin bleiben die beiden Markenzeichen der Ballerserie erhalten: fette Wummen und fiese Saurier. Wer sich weder Nintendo DS noch Fallschirmsprung leisten kann, der braucht vielleicht mal ein paar andere Arten des sportlichen Miteinandermessens. Fernab von Schweiß und Muskelarbeit gibt es aber ein paar gute Alternativen, sich digital gegenseitig platt zu machen. Das Ganze nennt sich dann die elektronische Sportszene, die wiederum Computerspiele zu Sportdisziplin macht. E-Sport eben. Und das Ganze hat noch nicht mal nur was mit Computerspielen der sportlichen Richtung zu tun. Verwirrt? Durchaus verständlich. Aber wie erklärt man dem Mann von heute das Prinzip E-Sport? Ganz klar, mit Counter-Strike und Frauen. Der Wettkampf liegt in der Natur des Menschen. Game One zeigt euch die modernste Variante des Wettkampfs, den E-Sport. Doch was ist E-Sport eigentlich genau? Wie hier auf den World Cyber Games 2005 in Singapur wird der sogenannte Electronic Sport professionell betrieben. Pro-Gamer aus aller Welt starten dabei den Wettkampf auf virtueller Ebene. Das Spiel Counter-Strike zählt dabei als die Königsdisziplin unter den verschieden gespielten E-Sport-Games. Was als reines Half-Life-Fanprojekt startete, mauserte sich binnen 7 Jahren zu einem der berühmt-berüchtigsten Online-Games der Welt. Fernab von einem reinen Ego-Shooter zeigt der tiefere Blick, worauf es im Spiel wirklich ankommt: Taktik und Teamplay. Counter-Strike wird in der Regel 5 gegen 5 gespielt. Wir haben uns mit 5 Hamburger Gamerinnen zusammengesetzt, die Counter-Strike auf professioneller Ebene zocken. Im Zuge eines Bundesländerturniers wurden Tanja, Monika, Christine, Anke und Jennifer als Hamburgs Vertretung ausgewählt. Für mich ist es sowas wie ein Hobby. Man kann es schon als Sport bezeichnen. Viel trainieren, also viel zusammen abstimmen, wer wo lang geht, wer wann was macht. Also nur reines Rummetzeln geht da nicht. Counter-Strike ist ein Taktik-Shooter, der auf den Mehrspieler-Wettkampf optimiert wurde. Die sogenannten Diffuse-Maps gehören zu der bevorzugten Turnierdisziplin. Ein Team beschützt etwas, das andere versucht es hochzujagen. Klingt leicht, ist es aber nicht. Die richtige Strategie entscheidet über den Erfolg. Wir befinden uns auf der Verteidigerseite und das Bundesland NRW ist Angreifer. Jetzt verteilen sich unsere Spielerinnen. 2 gehen auf A, 2 gehen auf B und jetzt schauen sie gerade, ob B was kommt. Beziehungsweise Alang hat Tanja jetzt gesehen, dass die da mit mehreren Angreifern kommen. Dementsprechend verschieben wir jetzt ganz schnell auf A. Und die kommen Alang natürlich jetzt durch, weil wir defensiv gedeckt haben. Und legen jetzt auch auf A die Bombe. Tiefgründige Strategien, das Teamplay als Basis für den Erfolg und die Kunst der Fingerfertigkeit machen aus dem Spiel Counter-Strike eine ernstzunehmende Sportdisziplin, die außerdem auch noch unterhaltsam ist. Es bringt einfach Spaß, diese Taktiken und Teamplay. Also ohne Strategie und ohne Taktik geht gar nichts. Für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass diese ganzen Vorurteile vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden und gesehen wird, dass da auch wirklich eine große Community hintersteckt, die in keinster Weise gefährlich für die Menschheit ist. Also Schluss mit den Vorurteilen und Augen auf für die Tatsachen. E-Sport ist echter Sport. Vor ein paar Jahrhunderten war Rache noch relativ einfach. Einfach dem Opfer die Haare rot färben und am nächsten Morgen die Kirche anrufen. Heutzutage sieht das mit dem Schikanieren und Quälen von Menschen ein bisschen anders aus. Jetzt heißt es nämlich virtuelle Gehirnfolter. Ausgeübt von extrem grausamen Entwicklern an völlig unschuldigen Zockern. Aus diesem Grund haben wir uns mal erlaubt, für euch ein kleines verspieltes Folterbesteck zusammenzustellen. Hier kommen unsere Top 5 der miesesten, fiesesten Spiele, die es auf dem Markt gibt. Pfui, böses Spiel. Mutierte Riesenviecher aus Gummi hauen sich gegenseitig die Schuppen ein und legen dabei ganze Städte in Schutt und Asche. Was in den Godzilla-Filmen noch Spaß gemacht hat, verkommt auf der Xbox zu ödem Knöpfchengehämmer. Da sind selbst Schildkrötenkämpfe spannender.
In Pizza Commander spielt ihr eine alberne Stubenfliege, die verschiedene Belege einsammeln muss. Super Idee. Investiert die Kohle lieber in eine Pizza Hawaii. Ihr wolltet schon immer mal Frauen unter den Rock glotzen oder Sex in der Umkleidekabine machen, seid aber einfach zu feige? Dann spielt doch einfach Seven Sins. Schäbige Grafik und vorpubertärer Humor. Die Sims für ganz Verzweifelte. Diese Engel scheinen direkt aus der Spielspaßhölle zu kommen. Die Filmumsetzung zeigt, dass drei hübsche Frauen noch lange kein hübsches Spiel ausmachen. Wer das kauft, ist genauso blöd wie die völlig hirnrissigen Computergegner. Bikini-Karate-Babes sind auf Platz 1 unserer Flop 5. Unerreicht und ohne Worte. Bikini-Karate-Babes. Hochintellektuelle Unterhaltung für den gemütlichen Abend mit der eigenen Freundin. Und was jetzt kommt, das hat am Ende das Verb ung. Das war nicht nur grammatikalisch, sondern auch inhaltlich falsch, denn ich erzähle euch vorher noch schnell, was wir gleich noch alles mit euch vorhaben. Dann gibt's Dirk Nowitzki, NBA Live 2007, der Redaktionslieblingsrubrik Ausgegraben und das ultimative Mario Kart Battle. Und Werbung. Jetzt. Der Begriff Bemani stammt vom ersten Musikspiel Beatmania. Bezeichnet werden damit musikalische Rhythmusspiele, in denen passend zum Bildschirmbeat der richtige Ton angeschlagen werden muss. Zum Thema Bemani gibt es nichts, was es nicht gibt. Zum Beispiel rappende Hunde, bei denen es nacheinander die Tasten des PlayStation-Pads abzutackern gilt. Virtuelle House-Turntables, auf denen ihr selbst jede einzelne Spur eures packenden Beats erst einmal vorspielen müsst, bevor ihr den kompletten Song hören könnt. Und Spiele, die den Inhalt jeder CD in virtuelle Spielplätze verwandeln. Bemani, ein Genre, das selbst den Musiklehrer Purzelbäume schlagen lässt. Was darf ich sein? Oder bitte schön der Herr? Hier regel ich ganz allein den Verkehr, ich bin der Wurstfach. Wurstfach, ich bin der Wurstfachverkäuferin. Der Schirmherr unseres nächsten Themas ist der wohl einzig noch lebende Wikingerkrieger auf Erden. Er hat viele Namen: Dirkules, Dirk Diggler, Dunking, Deutschmann. Super. Aber jetzt hat er vor allen Dingen auch noch sein eigenes Spiel. Passend zum Release von NBA Live 2007 wurden wir vom German Wunderkind Dirk Nowitzki über die Regeln des Spiels aufgeklärt. Dirk Nowitzki ist einer der Topstars der US-Basketballliga NBA und prangt nun sogar auf dem Cover von NBA Live 07. An den Star-Rummel hat sich der Würzburger natürlich gewöhnt, doch wie ist es, sich selbst als Videospielfigur zu sehen? Irgendwie schon ein komisches Gefühl. Ich meine, damals, als man angefangen hat zu spielen, aus Spaß hat man nie gedacht, dass man in einem Videospiel selber mit sich spielt. Und deswegen ist es noch ein komisches Gefühl, aber natürlich auch eine Riesenehre. Natürlich wurden auch die anderen Stars detailgetreu nachgebildet. Und zwar nicht nur optisch, sondern auch mitsamt ihren individuellen Bewegungen. Eigentlich könnten die Spiele der NBA jetzt auch am Fernseher ausgetragen werden. Wobei Dirk Nowitzki natürlich nicht nur NBA Live 07 spielt. Wenn noch mal ein ganz gutes neues Spiel rauskommt, bin ich da auf jeden Fall im Start. Und bin zwar jetzt nicht so ein begabter Computerspieler und ich verbringe jetzt nicht meine ganze Freizeit vorm Computer, aber manchmal, wenn eine ganz witzige Crew zusammen ist, dann spielen wir schon mal ein bisschen. Neu in NBA Live 07 ist das Total Freestyle Control System. Jeder Starplayer beherrscht verschiedene Spezialfertigkeiten, die ihr im Spiel wechseln könnt. So führt ihr trickreiche Pässe, spektakuläre Dunks oder treffsichere Fernwürfe aus. Ein Star fehlt allerdings im Spiel, David Hasselhoff. Vor kurzem schoss die Meldung durch die US-Medien, dass der deutsche Star vor Freiwürfen dessen Lieder singen würde. Geschmacksverirrung, Herr Nowitzki? Manchmal singe ich da einfach was, um halt ein bisschen lockerer zu sein, und kam natürlich die nächste Frage, was ich da singe. Und habe ich gesagt, das ist eigentlich mir egal, einfach was mir so in den Kopf kommt. Und da hat einer eigentlich aus Spaß so einen Journalist mit reingeschmissen, David Hasselhoff. Und da habe ich dann gesagt, ja super, klar, von David Hasselhoff, Looking for Freedom.
aus Spaß gemeint, aber irgendwie die amerikanische Presse hat es nicht so ganz gerafft, dass es eigentlich mehr ein Spaß war. Realismus ist Trumpf bei NBA Live 07. Um den 3D-Figuren Leben einzuhauchen, wurden die Bewegungen der Superstars per Motion Capturing ins Spiel übertragen. Dadurch wirken die Moves äußerst realistisch. Zwar störten uns beim Zocken einige Macken wie Fehlwürfe oder eine teils fragwürdige Ballphysik, dafür punktet das Spiel aber mit einer Spitzenatmosphäre und einem All-Star-Weekend-Modus. Wir wünschen fröhliches Körbelegen. 6-0. Blowout. Einer der absoluten Klassiker nicht nur meiner Konsolenkindheit war der Battle-Modus in Mario Kart. Und ich glaube, den wollte tatsächlich schon jeder mal wirklich in echt nachspielen. 4 Karts, ein kastenförmiger Kurs und fürchterliche 9 PS verteilt auf die 3 cm zwischen Arsch und Straße. Und stellt euch vor, wir haben ihn gefunden, den besten Sport auf Erden. Mario Kart. In echt. Unser Klempner-Kollege Mario ist nicht zuletzt durch sein Faible für schnelle Go-Karts berühmt geworden. Die Spielserie Mario Kart bringt Spielspaß pur, doch macht Mario Kart auch in der Realität Spaß? Probieren wir es aus. Wir spielen den Mario Kart Battle-Modus nach. Alles, was man dazu braucht, sind 4 Go-Karts, eine Handvoll bunte Ballons und scharfe Wurfgeschosse als Schildkrötenimitate. Und natürlich nicht zu vergessen, 4 furchtlose Fahrer mit mächtig viel Luft am und im Kopf. Einziges Ziel im Battle, die Zerstörung der gegnerischen Ballons. Die blauen Ballonköpfe können ja wohl mal gar nichts, deswegen werden die jetzt mal richtig schön bunt gerubbelt. Und nun gibt es im wahrsten Sinne des Wortes was auf die Mütze. Die Frage nach dem Spielspaß dürfte wohl hinreichend geklärt worden sein, doch wer fährt am Ende als Sieger vom Feld? Gekämpft wird mit allen Mitteln, sogar die Bananenschalen werden aus dem Spiel adaptiert. Woody ist als erster oben ohne, sein Partner Trant ist kurz darauf fällig. Das war kein Mario Kart, das war reiner Krieg. Ich persönlich habe einfach nur ins Gesicht von Budi gezielt und habe komischerweise immer die Ballons getroffen. Das waren Männer gegen Maden. Ja. Jetzt können wir anfangen, jetzt sind wir warm. Da gibt's noch eins zu sagen. Eine neue Studie besagt, dass Frauen generell eher auf den Zockertypen stehen, weil sie nämlich sensibler sein sollen und auch ein bisschen fingerfertiger. Interessante Neuigkeiten aus der Gaming-Welt, aber was es sonst noch alles da drin gibt, das seht ihr jetzt in unseren News. Das kommende Online-Rollenspiel Phantasy Star Universe wird gebührenpflichtig. 9,99 € kostet die Guardians-Lizenz, mit der ihr einen Monat lang online spielen könnt. Ein Abo für 6 Monate schlägt mit knapp 50 € zu Buche. Gründe für die Gebühren sind Angebote von Zusatzdownloads sowie die Pflege der Spielserver. Unglaublich aber wahr. Bethesda Softworks arbeiten an einem PSP-Ableger des erfolgreichen Rollenspielkrachers The Elder Scrolls IV, Oblivion. Zwar findet die Handheld-Fassung in einem anderen Szenario statt und die Steuerung wird deutlich simpler, doch das Spielprinzip bleibt gleich. Ihr erstellt euren eigenen Helden mit insgesamt 18 Fertigkeiten und kämpft euch mit ihm durch monsterverseuchte Höhlen. Here are the thrill seekers. Xbox 360 veranstaltet am 4. November in Berlin das Live-Event Cops and Robbers. Wenn ihr 4 dicke Freunde seid und Bock auf Action habt, dann bewerbt euch für die spannende Verfolgungsjagd. Gesucht werden 8 Gendarme sowie 8 Räuber. Bewerbungsschluss ist der 27. Oktober. Auf zur Top 5 der Handy-Games und ab in den Ring mit euch! In Arcade-Boxing zeigt sich, ob ihr ordentlich Stahl in den Oberarm habt oder doch nur Apfelmus.
Mit Final Fight bringt Capcom eines der berühmtesten Beat'em-ups der 80er auf eure Handys. In der Rolle von Straßenrabauke Cody prügelt ihr euch durch dunkle Hinterhöfe und lasst garantiert keine Nase aus. Und noch ein Klassiker. Was früher unter der Schulbank seinen ganz eigenen Reiz entfaltete, klappt auch auf dem Handy hervorragend. Schiffe versenken überzeugt mit hübscher Grafik und vielen Extras. Das Spiel für den angehenden Superstar. Miami Knights lässt euch in die Rolle eines Otto Normalos schlüpfen, den ihr in den nachfolgenden Spielstunden zu einem berühmten Sternchen formen sollt. Über den Wolken geht euch nie die Munition aus. Frei nach diesem Motto geht's in Red Baron ab ins Cockpit des berühmten Doppeldeckers aus dem Ersten Weltkrieg und hinein in ein wahres Action-Inferno. Früher, als in der Schule alle um mich herum plötzlich anfingen, hip zu werden, wollte ich immer eine 80er gekauft bekommen. Stattdessen habe ich Vollgas gekriegt von LucasArts, auch ganz okay, das harte Rockerleben als bequemes Adventure. Ja, ich kam mich mir schon ein Stück cooler vor danach. Es wird Zeit, euch mal wieder an die guten alten Adventures zu erinnern. Und das machen wir jetzt in unserer kleinen gemütlichen Rubrik Ausgegraben. Rock on! Vollgas, ein weiterer Klassiker von Entwickler Tim Schäfer, der auch Psychonauts und Grim Fandango gemacht hat. Und das Besondere an dem Spiel, neben der fetten Optik und der sehr, sehr comiclastigen Story, die Tatsache, dass diesmal nicht Entwickler ans Mikro durften, sondern das richtig professionelle Sprecher erledigt haben, was man durchaus auch merkt. Ich meine, Mark Hamill spricht den Fiesling Ripburger. Mark Hamill. Luke Skywalker! ...1994 gab es einen Adventure-Star, der war schlicht cooler als der Rest. Sein Name? Ben. Einfach nur Ben. Sein Markenzeichen, harte Rechte, ständiger Stress mit der Polizei und so richtig gute Laune. You know what might look better on your nose? What? The bar. Mit ihm rast, rätselt und redet ihr euch durch die liebevollsten Landschaften der Adventure-Ära und rettet dabei mal so richtig amtlich den Tag. Echte Männerarbeit und auch heute noch eine echte Game-Perle. Mensch, und da ist es auch schon wieder vorbei, unser heutiges Emotions-Hack- und Games-Gemetzel. Dicken Dank fürs Einschalten. Haut rein.